Hallo und herzlich willkommen zu einem von den ersten drei, zu den letzten drei FIFA Mobile. Ich bewerte eure Teams Videos, ja, von der Reihe halt. Ja, genau, die anderen werden jetzt auch gleich online kommen. Ich habe es halt so gemacht, dass ich die alle gleichzeitig fast fertig habe. Und genau, dann denke ich, fangen wir jetzt auch gleich an hier mit dem guten Neymar 10. 112er Gesamtbewertung, 120 Chemie. Schauen wir mal, was sie hier für ein schönes Team hat. Auf jeden Fall schon mal drei Ränge. Und, oh, Alter, Joao Felix vorne drin. Alter, das sieht richtig, richtig gut aus. Richtig nice. Sonst Douglas Costa, Casemiro, Sigurdsson, Rodri, Sancho, Duffy, Otamendi, Skriniar und Lecomte. Also ich muss sagen, ich finde das Team echt nice. Also ich finde es richtig, richtig gut hier auch so schön, alles so verknüpft. Sebastian Allaire vorne drin. Ich muss mal schauen. Aber eigentlich so fällt mir, ja gut, vielleicht Sigurdsson. Sigurdsson, finde ich, passt nicht ganz gut rein. Weil er hat doch nur 109 und du hast halt eine 112er Gesamtbewertung. Und der passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut rein. Und, ja. Und sonst, ja, er sagt mir jetzt nicht so zu. Aber sonst muss man sagen, er ist echt gutes Team. Richtig gut getroffen auch. So, von jedem irgendwas. Und außer halt zwischen Sancho und Duffy ist halt sonst, ja, und außer halt zwischen Costa und Joao Felix, sonst überall einen Link. Das sieht richtig, richtig nice aus. Und ja, ich denke, ich gebe dir mal halt wegen kleinen Abstrichen hier, wegen Sigurdsson, gebe ich dir am Ende eine 9,5 von 10. 9,5 von 10 hier für dich, lieber Neymar 10. Psycho Andrea, der ist als nächstes dran. Und das ist auf jeden Fall der liebe Kakaninchen. Richtiger Ehrenmann auf jeden Fall. Also Kakaninchen, du bist ein richtiger Ehrenmann. Du hilfst mir auch echt weiter. Du bist wirklich Ehrenmann, das kann ich jetzt immer so richtig sagen. Und gefällt mir auch jetzt schon so dein Team, auch schon einfach 13 Ränge. Ja, kommen wir jetzt einfach auch so jetzt mal richtig aufs Team. Also erstmal personell, du bist richtig nice. Du hilfst mir auch echt weiter hier auch in FIFA Mobile und gibst Tipps und so. Und jetzt kommen wir aufs Team. Ja, moin. Das war es gerade wieder komplett. Schauen wir auf jeden Fall mal das Team an. Also sieht ja schon mal richtig gut aus hier mit Hazard, mit Player, mit Lukas, mit Ndombele, sogar Ndombele mit zwei Rängen. Auch hier Bernardo Silva mit zwei Rängen. Sonst, Alter, das sieht richtig gut aus hier. Was jetzt vielleicht nicht ganz so reinpasst, ist jetzt vielleicht Otamendi. Otamendi ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut, weil er hat jetzt auch nur 112. Oder wenn ich richtig gerechnet habe, ja, 112. Den müsstest du vielleicht nochmal hochtrainieren, aber sonst, es sieht einfach so krass aus, dieses Team. Alisson mit Hazard und mit Player, mit Lukas. Lukas sogar einfach. Wie Packstrader. Alter, Coman, die Karte sieht so geil aus auf 100. Diallo, Skriniar. Halt wegen diesem ganz, ganz mini kleinen Abstrich durch Otamendi gebe ich dir. Ich überlege halt. Okay, ich mache was ich noch nie getan habe hier in FIFA Mobile beim Bewerten. Ich gebe dir eine 9,75. Eine 9,75 für dich, lieber Psycho Andrea, aka Kakaninchen. Richtig, richtig nices Team. Also, das ist krass. Ich hoffe, du schaffst noch die 120. Komm, weil 120 sieht ja ganz nice aus auf jeden Fall. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und hoffentlich schaffst du auch hier die 120. Würde ich dir auf jeden Fall gönnen. Genau. Okay, dann gehe ich jetzt auch gleich weiter hier zu dem Coolen, also der Coole. Schauen wir mal, auf YouTube heißt er, glaube ich, Henrik Stemmann. Und ja, dann schauen wir mal, sieht ja, oh, Alter, das sieht richtig, richtig nice aus. Das ist krass auf jeden Fall. Muss ich mal gucken, also Rullet, krass. Kimmich, Chiellini, Hummels, Roberto Carlos,
Alter, das ist ein richtig, richtig krasses Team. Ander Herrera hat er auch. Alter Schwede, das ist richtig, richtig krass. Einfach jeder Spieler auf 100. Perfekt eigentlich. Schau ich mal. Also Hummels hat er ja auch. Guck ich mal. So was richtig Schwaches sehe ich hier eigentlich nicht. Weil es ist einfach krass. Ja, vielleicht Hummels oder Roberto Carlos, aber das ist Meckern auf höchstem Niveau, auf allerhöchstem Niveau, denn das ist Weltklasse wirklich. Also dieses Team hier mit Ter Stegen, mit Coman, mit Balotelli, mit Salah, mit Herrera, mit Wijnaldum, sogar zwei Ränge, Rulle, Kimmich, Chiellini, Hummels, Roberto Carlos, das ist richtig, richtig nice. Und ich glaube, da könnt ihr mich alle verstehen, wenn ich jetzt hier eine 10 von 10 gebe. Einfach 10 von 10 hier für dich, lieber Henrik Stemmern oder auch halt der Coole. Schauen wir jetzt weiter zum Maxwell 113-120 mit drei Rängen. Und ja, das sieht ja auch schon mal ganz nice aus hier, wenn man so erster Eindruck. Butland im Kasten, okay. Ist okay. Aber da fällt mir auch gleich auf, dass dein Butland nur eine 108er Bewertung hat. Dein Butland hat nur eine 108er Bewertung. Also da gibt es bessere Keeper. Sonst aber, das ist wirklich auch wieder Meckern auf allerhöchstem Niveau. Denn hier Gabriel Jesus, Almiron, Sar, Okocha, Douglas Costa, Casemiro. Das sind schon richtige Abwehrrecken und oder halt auch Stürmerrecken oder halt auch Mittelfeldrecken oder halt auch Manolas, Alter. Uff, Alter. Das ist schon richtig, richtig krass, was du hier zusammengebaut hast. Auch hier Dani Alves und so. Ich muss halt nur dazu sagen, auch hier Eder Militao. Ich finde, die sagen mir nicht so dazu mit hier Butland und so, weil Butland und beide haben halt, der Eder hat halt 109 und Butland hat halt 108. Und ja, ich gebe dir hier für dieses Team aber so eine 9 von 10. 9 von 10 gebe ich dir, aber halt, weil es sonst richtig, richtig krass ist hier mit Okocha, mit Dani Alves, mit Almiron, mit Sar. Also die ganzen Namen hier. Also hier 9 von 10 Punkten für dich, lieber Maxwell. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Jack FIFA. Der heißt auch auf YouTube Jack FIFA, macht auch nice Videos, könnt ihr auch gerne mal bei ihm mal vorbeischauen auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns doch mal sein Team an. Also sieht ja schon mal ganz nice aus hier mit den ganzen Hundertern, hier auch Seedorf. Schauen wir mal, sieht gefallen, also Butragueno, Joe Felix, Salah und auch Seedorf und Aouar. Gefallen mir eigentlich ganz gut. Ist halt klar, die haben halt alle 100. Sonst sieht es auch eigentlich ganz gut aus, auch von den anderen Spielern. Denn hier auch Dani Alves und Roberto Carlos. Wobei du aufpassen musst, Roberto Carlos hat bei dir nur eine 106. Also, das ist jetzt nicht ganz so gut, würde ich sagen. Weil bei einer 111er Gesamtbewertung. Dafür aber schon 5 Ränge, das ist auch gut. Und ja, auch hier zum Beispiel auch Dani Alves hat nur eine 108 oder auch Zaha hat auch nur eine 107. Da ist noch Verbesserungspotenzial, würde ich sagen. Aber sonst ist es echt ein krasses Team hier mit den ganzen 100er Spielern und auch hier Eder Militano und Felipe und auch De Gea im Kasten. Sonst richtig gutes Team. Ich gebe dir halt wegen der paar Abstriche eine 8,5 von 10 für dich, lieber Jack FIFA. Weiter zu Ben Hoppe oder Benne Hoppe. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sieht ja auch schon mal ganz nice aus. Hier vorne mit Ellie, Gabriel Jesus, Vieri, Nainggolan, okay. Oh, Pavard hinten drin auf 114 oder dann noch ein Rang da. Also das sieht richtig, richtig nice aus. Wobei ich jetzt aber auch wie so Abstriche mache, ist zum Beispiel bei Plattenhardt, weil Plattenhardt hat nur eine 107 und Nainggolan hat auch nur 107 und ja, auch Kepa hat nur eine 109. Sonst richtig nice Team hier auch mit Matthäus und Bernardo Silva
und wie sie alle heißen. Oder auch hier Piqué hat auch nur 108. Ja, da solltest du vielleicht nochmal ein bisschen was hochtrainieren, auch für FIFA 20 Mobile. Und ja, dann würde ich sagen, ich gebe dir jetzt mal eine 8 von 10. Aus dem Grund, weil du halt hier, ich sag jetzt mal, deine 100er Spieler alle so trainierst, aber ich sag jetzt mal, wieso die anderen Spieler so vernachlässigst. Das will ich dir jetzt natürlich keinen Vorwurf machen, aber probier es einfach mal hier, die vielleicht nochmal ein bisschen zu trainieren. Sonst ist alles in Ordnung hier mit einer 8 von 10. Hier zu Gamer Vielfalt. So, hier, zack, schauen wir uns doch mal sein Team an. 112, 120 mit 6 Rängen. Okay, also auf jeden Fall Matip, Dani Alves, okay. Casemiro, Martial. Das sieht ja auch schon mal ganz nice aus. Auch wenn man hier wieder beachten muss, dass zum Beispiel auch Alisson nur eine 107 hat, Bernardo Silva nur auf 107, Matip auf 109. Robertson, okay, 110, das ist gut. Dani Alves, 107. Ja, aber ich will jetzt hier keinem was unterstellen, dass es schlecht ist oder so. Ich finde es halt nur ein bisschen interessant, dass jetzt viele halt auf die 100er-Spieler gehen und hier so, ich sag's mal, die anderen nicht so trainieren. Aber das ist ja deine Sache. Du kannst ja natürlich am Ende entscheiden. Und ja, und ich würde dir halt für dieses Team, weil es auch richtig, richtig nice ist hier, auch mit Gabriel Jesus und Casemiro und Rullet sogar, Rullet auf 100, das sieht echt gut aus. Ich gebe dir auf dieses Team eine 8,5 von 10. 8,5 von 10 für dich, lieber Gamer, Vielfalt, FIFA, Mobile. Dann gehen wir weiter hier zu Ikona Vulkan, dem allseits bekannten, nervigen Retro-Games. Schauen wir doch mal sein Team hier an. Sieht ja ganz gut aus eigentlich, auch mit Kanté und mit Delaney. Alter, Delaney, das sieht einfach so hart krass aus hier, diese Karte. Savanier, okay, ist auch okay. Aber was mir jetzt sofort auch auffällt, ist, dass Akanji, der ist auf 105. Oder? 105? Ja, 105. Und du hast 111er Bewertung, also den solltest du echt mal rausholen. Auch Marvin Hitz, der hat auch nur 105. Also da solltest du echt mal ein bisschen was machen. Ich sehe, du bist Dortmund-Fan, aber da solltest du echt mal ein bisschen was machen. Denn das kann so nicht weitergehen, oder? Oder auch hier Rodrigo Zola ist unten überhaupt nicht angebunden von irgendwelchen Links. Aber ja, das ist Meckern auf dem höchsten Niveau. Denn das hier ist einfach auch wieder mal ein richtig gutes Team. Ich mag halt Akanji jetzt nicht, Rodrigo Zola und Hitz. Ich gebe dir eine 8,5 von 10 darauf. Dafür gebe ich dir eine 8,5 von 10, weil einfach die anderen Spieler richtig, richtig krass sind hier. Mit Kanté, mit Savanier, mit Delaney, mit Sancho, mit Crespo, mit Sanchez. Das ist nice, aber in der Innenverteidigung, / Tor, musst du echt noch was machen. Und ja, dann 8,5 von 10. Für dich. Gut, dann gehen wir rein hier zu Finn K. Zu Prunitz oder Pronitz. Schauen wir mal sein Team an. Alter, das sieht ja schon mal richtig, richtig nice aus hier mit Ander Herrera, mit Hummels und Joao Felix. Dass du die alle drei drin hast. Das sieht ja schon mal richtig gut aus hier auch mit Süle auf 109. Das sieht man auch nicht alle Tage. Milinkovic, Savic, Trippier. Ja, das sieht, und hier auch noch Salah und Coman und Handanovic sogar im Kasten. Da muss ich jetzt aber nochmal hier kurz eingreifen, denn nicht eingreifen oder so. Aber ich finde zum Beispiel hier Mendy, der hat auch nur eine 107 bei dir und du hast halt eine 113er Gesamtbewertung. Also, ja. Süle hat eine 109. Das ist auch jetzt, passt jetzt nicht so gut zu deinem, ja, insgesamt Guesswert. Ja, Trippier hat auch eine 109. Ja. Vielleicht an den Spielern kannst du vielleicht noch was machen, aber sonst echt richtig, richtig krasses Team hier mit Handanovic, ich habe sie ja schon alle aufgezählt. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus hier von der Spitze. Sehr offensive Einstellung, muss ich sagen, finde ich gut. Und ja, dann gebe ich dir am Ende auf dieses Team eine 9 von 10. Ich gebe dir eine 9 von 10. Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Team für diese Folge. Natürlich gibt es jetzt auch dann noch die anderen Teams.
Und das ist vom lieben Chess. 117, 120. Alter, es sieht einfach so krass aus hier. Mit Alice und mit Suarez, mit Piqué. Alter Schwede, das ist richtig, richtig geil. Sogar hier schon plus 18er Skillboost manchmal. Alter Schwede. Und hier, alter Trent Alexander-Arnold. Die Karte sieht so geil aus. Alter, guckt euch mal diese Karte an. Richtig, richtig nice hier. Einfach Chess. Ich weiß nicht, ob du Geld reingesteckt hast. Aber wenn ja, dann vielleicht nicht eine Menge, würde ich sagen. Aber hier gibt es eigentlich keinen Spieler, der mir nicht so zusagt. Ränge hast du auch erst einen. Also du hast wahrscheinlich erstmal alles so hoch trainiert auf die 100. Kann ich verstehen. Und dann halt, jetzt fängst du halt an mit Rängen. Gute Taktik auf jeden Fall. Hier mit Salah gleich mal anfangen mit dem Rang. Und ja, dann würde ich sagen, diesem Team, ich finde es einfach so, ich finde es richtig, richtig nice. Ich gebe diesem Team eine 10 von 10. 10 von 10 für dich, lieber Chess. Gut, dann schaut auf jeden Fall noch die anderen Folgen an, die jetzt auch online sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.